Wir haben wieder einen Stargast dabei und müssen leider wegen einer zusammengebrochenen Internetleitung auf Jörg Langer verzichten. Mit dabei sind allerdings Anatol Locker, Sayonara, Heinrich Lehnhardt, Hallihallo, Winnie Forster. Servus. Als Stargast haben wir heute dabei den unvergleichlichen Knut Gollert. Guten Abend, guten Morgen oder wie spät das auch immer bei euch sein mag. Und mein Name tut nichts zur Sache, ist aber Boris Schneider-Johne. Tag auch. Und dieses Mal haben wir dabei den Knut Gollert. Warum? Knut, verteidige dich. Weil man mich unter Umständen auch mal mit Powerplay in Verbindung bringen kann, weil ich da mal eine ganze Weile gearbeitet habe und viel Zeit meines Lebens nicht vergeudet, aber ganz sinnvoll genutzt habe und extrem viel Spaß gehabt habe damals. Und Spiele sind halt seit dieser Zeit immer noch mein Leben. Ja. Du bist wann dazu gekommen, Knut? Also ganz offiziell meine erste Ausgabe war, glaube ich, die 1.92. Angefangen habe ich im Herbst 91, genau. Das war, glaube ich, Oktober, 15. Oktober, 1. Oktober, sowas. Und meine erste Erinnerung, weil es war eigentlich offiziell bei dem Heft, wo ich noch gar nicht offiziell dabei war, habe ich dann aber schon die Super Ghouls and Ghosts Bilder gemacht für den Winnie, weil er das irgendwie nicht geschafft hat damals. Weil seine Bilder so schlecht waren, weil das mit dem Fotoapparat nicht so hatte. Jetzt kommt's raus. Ja, wir haben damals ja auch alle Bilder, alle Screenshots halt richtig fotografiert mit Kameras, aber das Blende kennt ihr ab. Ja alle noch. Ja. Viertel, halbe, ganze. Genau. Und ich habe ganz, ganz sensationelle Bilder gemacht. Aber das war dann nicht dein erster Artikel, Super Ghouls and Ghosts. Man wurde ja normalerweise für die ersten Artikel gab es dann immer so einen freundlichen Einsteigertitel von Codemasters Baby. Ocean oder was war deiner, Knut? Oh, meiner war, muss ich gleich nochmal nachschauen, das war Face Off, glaube ich, hieß das. Das war ein Eishockey-Sportspiel. Das war relativ schlecht für einen Amiga. Was hieß das? Face Off? Ich glaube, das war Face Off. Das war okay, war, glaube ich, nur ein Halbseiter oder sogar schon Einseiter. Weiß ich noch genau, ich habe den geschrieben damals, war Martin, Chefredakteur, der Martin Gaksch, und dann bin ich halt mit meiner 5¼-Zoll Diskette rübergelaufen. Er hat sie in seinen Rechner gesteckt und hat dann in Word, DOS Word, die ganzen Passagen alle erstmal schön rot gemacht, umschreiben, mach das mal neu, mach mal hier ein bisschen, da ein bisschen weniger, so zurück. Und diese Iterationszyklen, die haben sich dann mal eben 2-3 Tage hingezogen, bis das dann fertig war. Und dann war ich aber relativ schnell so der Amiga-Mann, dann auch gerade so für so neue Teams, wie damals kam halt Team 17 auf mit irgendwie Alien Breed und so. Die ID. Ja, die ID war dann ein bisschen später. Aber genau sowas, das habe ich dann immer ganz gern gemacht, weil Volker und Michael haben sich da ein bisschen in ihrem Kabuff verkrochen und PC-Rollenspiele und Simulation gespielt. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich ein Heft. Und heute blättern wir mal wieder durch ein Heft. Und zwar haben wir dort eine Ausgabe von der Powerplay, und zwar die März-Ausgabe von 1993. Und das ist insofern eine ganz lustige Ausgabe, als, glaube ich, bis auf Knut keiner mehr für dieses Magazin geschrieben hat. Deshalb mussten wir Knut ja einladen. Genau. Der wahre Grund, warum wir Knut überhaupt eingeladen haben. Weil erst dachten wir, oh prima, Powerplay vor 20 Jahren, 93. Dann haben wir mal ins Impressum geguckt und irgendwie, ups, da waren wir alle schon weg. Aber Knut, weil also ich glaube, Boris und ich haben zu dem Zeitpunkt von PC Player gemacht. Nein, der Witz ist, dass Martin und ich, wir saßen dann noch im Keller von Markt und Technik, während die oben Powerplay gemacht haben. Die Zeit. Du bist noch ab und zu runtergekommen, Knut, und hast irgendwie auf dem Amiga 4000 mir irgendwelche Spiele gezeigt. Oder meintest, die laufen viel schneller, wenn man Amiga 4000 hat. Die liefen auf dem Amiga 500 gar nicht richtig. Aber das war genau die Zeit. Also das ist eine Ausgabe, ich finde sie überraschend gut eigentlich jetzt vom Durchschauen, aber eine, wo ich ganz böse Erinnerungen dran habe. Also die ersten, die wir nicht mehr gemacht haben. Da war genau, das hat, glaube ich, dann der... Weil wir waren noch der Michael, glaube ich, als Chefredakteur gemacht. Richtig, kann ich sein? Genau. Michael, aber gutes Volker, Heft. Team. Das gute Heft lag da, glaube ich, vor allem an den Themen. Ne? Richtig, es ist wahnsinnig viel passiert in diesen Jahren. Also da kam ja alles. Das ist Underworld 2 Test und so. Puh. Das war die Zeit von 3D und von CD. Viewpoint.
Und ein großer Messebericht von der Las Vegas CES. Damit hätten wir das Heft eigentlich schon durch, oder? Wollen wir vielleicht noch über die Highlights ein bisschen sprechen? Also ich meine, da ist ein, gut, der Messebericht, Sim Farm sehe ich da und ich glaube irgendein Star Fox das erste Mal gezeigt, glaube ich. Und Dragon's Fear, Eric the Unready, eins meiner absoluten Lieblings-Adventures mit drin. Aber was wirklich ja ein Hammer ist, ist die Ultima Underworld 2. Richtig, also es sind in der Ausgabe zwei ganz bemerkenswerte historische Spiele drin, also mindestens zwei. Das eine ist Ultima Underworld 2, war jetzt zwar eine gute Fortsetzung, aber ein wirklich sehr innovatives Spiel, was so 3D und so angeht. Das andere ist natürlich Dune 2 von Westwood. Unterbewertet. Ja. Wobei, ich hab zum selben Zeitpunkt, ich habe das damals im PC Player getestet und ich glaube, ich habe auch nur 79 gegeben. Oh Mann. Glaube ich. Und der Michael hat ihm 74 gegeben, wobei es war auch nicht perfekt. Also, aber es hat Spaß gemacht. Ja. Und es war also, einfach. Also wenn man Dune 2 und dann Comet & Conquer, das war dann schon nochmal ein großer Schritt. Aber du hast insofern jetzt recht, wenn du sagst, unterbewertet. Ich glaube, das lag auch mit an den Erwartungen, weil das war ja das zweite Richtig. Spiel zur Dune-Verfilmung und das erste Spiel war so ein Short aus Frankreich. Exakt, genau, du hast gut gesagt, Heidi. Es ist damals einfach total untergegangen. Keiner wollte das Ding anrühren. Also Dune 2 war faktisch der Vater aller RTS-Spiele. Richtig, und Westwood hatte eigentlich keiner so richtig auf dem Radar, weil die Eye of the Beholders, glaube ich, die sie davor gemacht haben, waren auch nicht so gut besprochen in Deutschland. Ja, es ging so, doch. Also. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Wie gesagt, wir haben da sicher alle die Tragweite nicht ganz so gesehen. Im Nachhinein würde ich auch sagen, ein paar Punkte mehr, aber wir lagen auch nicht völlig falsch. Und deswegen, ja, also der Michael Hengst hat es in der Powerplay getestet, in der Ausgabe, ich glaube 74. Und man sollte auch zu den Wertungen damals noch sagen, dass hier zum Beispiel Amiga Wing Commander 38% bekommen hat. Also der Wertungsschnitt war gerade in dem Heft zu der Zeit noch sehr, sehr niedrig. Das finde ich übrigens auch so putzig an der Ausgabe. Also ich hatte schon völlig vergessen, dass wirklich Wing Commander damals für eine Amiga umgesetzt worden ist. Wie gesagt, damals war ich schon von dem PC-Player-Modus, mich andere Systeme nicht so sehr interessiert für eine Zeit lang. Ja, und das ist Dune 2, das war ja auch nicht ganz so einfach zu spielen. Also da konnte man damals auch seine Einheiten nicht einfach so hat es eher als super simpel in Erinnerung, dass mir das Spaß gemacht hat, weil es eben einfach war. Die Grafik war natürlich auch einfach, aber das ganze Spiel, dass es gut geflutscht hat. Du hast halt die Einheiten einzeln angeklickt und kommandiert, ne? Du konntest keinen Rahmen ziehen und die nicht gruppieren und so. Das hat nachher erst, glaube ich, das allererste Mal hat man musste sich Warcraft auch erstmal dran gemacht, gewöhnen, ja. Knut. Man war ja noch Anfänger in diesen Echtzeitspielen. Jede einzelne Einheit. Danach, ein paar Jahre später, hat man natürlich riesen Rahmen gezogen. Ich sehe, dass auch ein Spiel in dieser Powerplay getestet, das hat Boris damals auch für die PC-Player besprochen. Hier in Powerplay ist es der Volker Weitz, Stunt Island. Erinnerst du dich da noch? Ja, Stunt Island war die Idee, zwei großartige Ideen, die von der Simulation weg zu einem Spiel. Und das hatte diesen Director-Modus. Das heißt, die Stunts, die man geflogen ist mit dem Flugzeug, die konnte man dann mit Kamerapositionen und so weiter wieder auf eine Diskette schreiben und die dann anderen Leuten zeigen. Guck mal, was ich Tolles geflogen bin. Und richtig so einen Film draus drehen. Da gab es auch eine minimal kleine Community in diesem sich gerade entwickelnden, noch nicht Internet, eher noch Mailbox-Umfeld, wo dann auch ein paar von diesen Filmen auch hin und her getauscht wurden und so. Aber das Spiel war, glaube ich, 5 Jahre zu früh. 5 Jahre später. Absolut. Exzellentes Spiel. Ja. Und jetzt macht's keiner mehr. Also ich glaube, wenn heute sich jemand Stunt Island, es war, glaube ich, Disney, nicht? Richtig, ein Meisterwerk. Ja, wenn die sich Stunt Island heute vornehmen würden als Social Game, so mit diesem ganzen Film-Editor-Krempel und so weiter, das könnte was werden. Aber die höchste Werte im ganzen Heft hat er dann Formula One Grand Prix gehabt von Jeff Tremen. Noch ein großer Klassiker. Ja, mit meiner grenzgenialen Dachzeile, Prost. Ja, aber doch nur, ja, das ist ja nur in dem Heft drin, weil es die PC-Umsetzung war von der Amiga-Version. Ja. Aber das einzige Prädikat in der Ausgabe, ja. Nee, Ultima Underworld doch auch, oder? Underworld 2 hat auch ein paar. Ach, sorry, es kann auch sein, ja. Und Indiana Jones 4 für den Amiga.
auch getestet. Ja, das hast du ziemlich fertig gemacht. Wenn man was das für so ein Adventure. Oh ja, ich sehe schon. Oh, was ist da los? War ich sogar. Technisch war Zack McCracken besser. Oh, Zack McCracken? 11 Disketten auf Amiga. Und oh ja, die stimmt. Also muss ja dazu sagen, bei Fate of Atlantis war ich ja schon halb draußen damals. Das habe ich ja dann nur noch so aus Halbentfernung mitgekriegt. Das heißt, habe ich nur noch die Texte übersetzt, aber nichts mehr gemastert und so weiter und so fort. Und ich habe auch dunkel in Erinnerung, dass diese Amiga-Version wehleidig von LucasArts für den europäischen Markt dann noch halbherzig produziert wurde, aber dass da nicht mehr viel Energie drin steckte, weil die Musik spielte weltweit zu dem Zeitpunkt ja schon auf MS-DOS. Aber sie waren, glaube ich, vertraglich verpflichtet, noch eine Amiga-Version abzuliefern und da saßen dann nicht mehr ihre Top-Leute dran. Ja, und ich lese gerade. War ein Wahnsinns-Diskettengewechsel. Das Ding lief nur gut mit Turbo-Karte. Es gibt ja noch ein Zeichen, dass also vor 20 Jahren wirklich der PC endgültig dann der Spielecomputer Nummer 1 war. Da, nämlich in dieser einen Powerplay-Ausgabe aus dem März 93 ist nämlich ein großes Feature ab Seite 116 über den PC und die Geschichte und Hochleistungs-PCs sind aus der Computerspielebranche nicht mehr wegzudenken innerhalb eines Jahrzehnts. Wir zeigen die Meilensteine der PC-Entwicklung auf. Also vor 20 Jahren ein Rückblick auf die Meilensteine und da war die Heimcomputer-Ära definitiv vorbei. Wobei ich aber nicht bei der Powerplay, weil mit Knut und Ritchie waren ja Leute da, haben wir bewusst Amiga-Leute eingestellt. Genau. Und wobei das sieht man eben auch in dem Heft, dass die Amiga-Spiele ja groß getestet werden, sehr kritisch getestet werden noch. Es ging ja los damals mit Wing Commander und das war ja schon Anfang der 90er Jahre. Das war ja schon ganz klar und da ist hier in dem Heft ja auch Seite 18, 19 dieser Wing Commander Amiga-Test drin. Also sie haben es, glaube ich, zwei Jahre lang versprochen, dass es auch für den Amiga kommt. Dann haben sie es endlich gemacht und es war unsäglich schlecht, weil es halt technisch einfach nicht machbar war. Damals, ich weiß nicht wann das war es 90, als das erste Wing Commander kam? Ich denke schon, ja. Ja, damals war es, das war eigentlich der Schritt, wo alle gesagt haben, boah. Was ich noch sagen wollte, meine persönliche Lieblingsseite ist die Seite 95. Da hatte ich vorhin mit Knut auch schon drüber geredet. Viewpoint für Neo Geo im Test. Weil wenn es ein Spiel in diesem Heft gibt, das grafisch nicht gealtert ist, ist es wahrscheinlich das, weil das ist so dieser Höhepunkt, stimmt, dieser isometrischen, also beinahe 3D, aber gemacht ist es eigentlich in 2D. Grafik. Also wenn du das so siehst, würdest du auch heute sagen, oh, geiles Spiel, da hat sich ein Grafiker sehr viel Mühe gegeben. Also ich habe Neo Geo nie so, wurde ich nicht warm, auch diese ganzen King of Fighters 97 2.0 Alpha 3 Versionen haben mich nie interessiert, aber als ich mal Viewpoint gesehen habe, habe ich das Geld gezählt, ob ich mir Neo Geo leisten kann. Ist halt ein bisschen schwierig gewesen, das Spiel. Man kam nicht so weit, glaube ich. Nee, es war schon recht schwer, aber das würde ich mir, das war aber echt so ein typisches Spiel, was so ein bisschen Blood Money-mäßig ist, was halt so schwer war, dass es dich halt so gefordert hat. Und du hast bei Viewpoint genauso wie bei anderen schweren Shoot'em-ups immer gewusst, warum du gestorben bist jetzt. Das stimmt. Du warst dir immer deines Fehlers bewusst und das. Also was schade war, ist, dass das Neo Geo Viewpoint, obwohl ein Luxusmodul, sauteuer, von Anfang an hatte keinen Zwei-Spieler-Modus und den hatte der Automat schon und damit konnte man das Ding auch spielen, weil man einfach doppelt so viel Feuerpower hatte. Aber das Modul hatte tatsächlich nur einen Solo-Modus, obwohl ja zwei Joystick-Ports angebaut waren an die Konsole. Also einziger Minuspunkt an einem Spiel, das, wie der Boris gesagt hat, nicht gealtert ist. Gutes Spiel. Das hätte ich gerne in HD, ja. Und Knut musste ja offensichtlich sehr posen, weil er natürlich als Eingangsfoto das Foto vom letzten Endgegner bringt. Heute würde man da Spoiler drüber schreiben, aber halt auch mehrfach im Text zu schreiben, wie wahnsinnig schwer dieses Spiel ist. Aber dann als Foto, ich habe es übrigens durchgespielt, genau. So nonchalant noch einzutun. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war der wahnsinnige Ralf Karels damals von der Videogames. Kann das sein? Wahrscheinlich hat sie die Videogames für euch durchgespielt, ja. Und ich durfte die Fotos machen. Nein, ich war ja nicht mehr da.